willkommen bei PD Let's Play. Wir haben heute wieder ein paar Top-Spiele. Vielleicht ist auch nur eins. Ist erstmal New York City gegen Atlanta. Ja, und da fangen wir jetzt auch gleich damit an. Und 1-0 schon. Sehr schön. Ist auch HM7000 Freund. Also auch ein Derby. War jetzt aber eine Zeit lang nicht online. Also ein Vorteil schon mal für uns. Vom Team her eigentlich alles ausgeglichen, wir vielleicht leicht besser. Also ich glaube, 3 Tore machen wir mindestens. Ich sag 3-0 für uns. Und, ach, kein Treffer. Pfosten. Okay, 1-0 zur Pause. Geht eigentlich. So, zweite Halbzeit. Hoffe, das Spiel geht zu 0 aus. 3-0, ich bleib trotzdem. 3-0 für uns. Ich sage, sollte man es 2-0 fangen. Klar, mehr Chancen. Das nervt. Jetzt aber mal. Ja, komm, nach, wir machen ihn doch mal. Naja, hoffentlich dann noch 2 Tore, wahrscheinlich 2 Spätere dann, wenn es dran ausgeht. Okay, nicht der Ausgleich, das wäre ja auch krass jetzt noch. Bei den Chancen, die wir hatten, und das war jetzt, glaube ich, der dritte Torschuss von New York City. Okay, ich sagte zwar 2-0. Schon wieder nicht? Gefühlt 30 Torschüsse und davon nur ein Tor. Okay. Jetzt ist noch Geld für uns. Naja, Hauptsache holen. Dann von mir aus auch ein 1-0. Ist aber 2-0, oder? Nein? Schon wieder nicht? Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wenn jetzt so Ausgleich kommt, ist das. Okay. Bleibt hier beim 1 zu 0 oder doch nicht? Keine Ahnung. 1 oder 2-0 auf jeden Fall. Jetzt bleiben wir 1 zu 0. Atlanta gegen New York City für uns 1 zu 0. Ja, schönes Spiel. Ich meine jetzt von den Punkten her halt. Also Tore war jetzt nicht scheiße. Ja, wir sind natürlich Erster mit 119 Punkten. Der Zweite hat 96, also ganz klar überlegen in dieser Liga. So, jetzt der Arzt fertig bei Barco. Endlich mal. Komm, pack das Ganze. Nein. Ganz klar. Okay, das Spiel fällt Barco aus. Also ich meine damit das nächste Spiel. So, schauen wir mal bei Rom rein. Wie es hier aussieht. Gegen Chievo Verona. Leichte Aufgabe. Ist auch ein Computer, der Trainer. Da kann ich auf 4 stellen. Oh. Wer jetzt 0-1 kommen würde. Nee. Oh, scheiß Anfang von uns schon mal. Ja, jetzt kommen wir langsam rein ins Spiel. Ach, sehr schön. 1-0 bei Ingola. Ist super in Form. Ja, 2-0. Gabriel Jesus. Okay, schön. 2-0 Pausenführung. So stelle ich mir das vor. Jetzt noch ein 4-0. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich glaube, wahrscheinlich mal 2-0. Oder vielleicht noch 3-0, weiß ich. Und zweite Halbzeit eigentlich schlecht gespielt, wenn man die Chancen gerade mal anschaut. Okay, 2-0. Sieg gegen Chievo Verona und jetzt geht's im Pokal gegen Bologna. Eine leichte Aufgabe. Haben wir noch einen guten Sponsor erwischt.
Falls ihr noch kein OSM spielt, in der Videobeschreibung ist der Link. Wir machen jetzt weiter mit Chelsea. Achso, haben wir 6-0 gewonnen. Ja, haben schon. Leider nicht gezeigt. Gegen Leicester City. So, jetzt noch das letzte Spiel. Mit dem HSV, aber keine Ahnung, gegen wen es geht. Leichter Gegner? Ne, ist der VfB. Oh, so schwer. Auswärts. Stell ich mal auf 2, ne, 4. Und, okay. Ah, schlechter Anfang eigentlich. Auch wenn die jetzt eine gelbe kassiert haben. Oh, Lukaku, schön. Sie ist auch mal ein Torschuss haben. 2-1, Torschüsse für uns. Oh, sieht gut aus für uns. Kann auf jeden Fall mithalten, sieht man hier. Okay, zweite Halbzeit. Bin gespannt, ob wir hier gegen den VfB punkten können. Oh, Pellegrini, der ist gefährlich. Oh, scheiße. Kaum sage ich es, 1-0 von Pellegrini habe ich auch bei Rom. Der ist echt... Ah, Pavard, 2-0. Ja, 3-0 noch Pellegrini. Ich sage ja, der ist einfach sehr gefährlich. 4-0 an. Ach, Lukaku von... Was ist das? 0-0 zur Pause? Ja, ich sage nichts mehr. Nee. Nee. Nein. Nee. Lukaku hat sich gerade verletzt, mein bester Spieler. Zur Pause schon 0, jetzt haben wir 5-0 Klatsche gekriegt. Ja. Kann man machen. Schön. Ein 15. Scheiße. Scheiße, ist ja schön noch gegen Leipzig. Ja, toll. Wie lange hat sich Lukaku jetzt verletzt? Wir haben Glück, dass er nur an diesem Spiel ausgewählt werden muss. Ja, jetzt ist hier natürlich die Energie am Arsch. Muss dann später durchwechseln. Also lasst ein Abo und ein Like da. Der Link für OSM, der ist in der Videobeschreibung. Dann bis zum nächsten Video. Bei PD Let's Play.